Ich wurde geboren und konnte die Hammerklaviersonate spielen mit drei Wochen. So ist es nicht. So ist du es konntest nicht. Einfach nur sprechen, als du geboren bist. Ja, ein genau. Spaß. Ich treffe heute Letizia, die 17 Jahre alt und hochbegabt und damit schlauer als 98% der Deutschen. Letizia hat zum Beispiel mit 14 Jahren Abitur gemacht, mit 17 ist sie jetzt dabei, ihren Bachelor zu machen. Sie hat ein außergewöhnliches Talent am Klavier. Aber ich möchte auch wissen, was passiert, wenn sie etwas machen muss, das sie noch gar nicht kann, wie zum Beispiel Autofahren. Jetzt Gas geben, Gas geben. Ja. Das machen wir heute und ihr seid dabei. Herzlich willkommen bei Follow Me Reports. Hallo! Hi, freut mich, dich kennenzulernen. Ebenso. Wir haben uns alle testen lassen. Wir auch. Sehr schön. Aber was hast du jetzt gerade gemacht? Ich wollte gerade anfangen, Mittagessen zu machen. Ja, kochst du für die ganze Familie? Ja, und für dich natürlich, weil du bist eingeladen. Einfach hier lang. Eigentlich müsste die vielleicht im Schrank gehängt werden. Nee, okay, dann komm rein. Seit wann wohnt ihr denn jetzt hier? Also wir sind sehr viel umgezogen. Wir ziehen halt alle 1, 2, 3 Jahre um. Wir halten es nicht aus, immer dasselbe zu sehen. Und normalerweise sind wir auch total viel unterwegs. Also ich spiele normalerweise ja vor Corona, habe ich so 60, 70 Konzerte gespielt im Jahr. Was kochst du denn heute? Salat und dazu gebraten, also Thunfisch vielleicht. Nee, nicht Thunfisch, sondern Lachs und dazu Reis. Kochst du aber immer oder machst du es jetzt heute, weil wir da sind? Also ich koche eigentlich jeden Tag. Und ich finde, beim Kochen kann man auch irgendwie so abschalten und man kann nachdenken. Und das ist ja eigentlich auch ganz wichtig, dass man mal so eine Pause macht. Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du diese Hochbegabung hast? Also es ist eigentlich ziemlich schwierig, das selber zu merken. Man kennt sich selbst ja nur so, wie man ist. Und man ist ja nicht irgendwie normal begabt und am nächsten Tag plötzlich hochbegabt. Also im Prinzip wurde es dir ja dann einfach gesagt, weil deine Eltern haben es ja wahrscheinlich gemerkt, bevor du es gemerkt hast. Ich hatte in der Schule eine Lehrerin, die bei der Mensa war. Ich wollte in diesen Mensa-Club rein und dazu musste man einen Hochbegabten-Test machen. Und den habe ich dann gemacht. Ich hatte so 145 IQ-Punkte. Wie war es für dich zu wissen, dass du viel schlauer bist als sehr viele andere Menschen? Also es war eigentlich in der Grundschule war es ziemlich schwierig. Ich war so die so schlaue Außenseiterin. Einmal bei einem Elternsprechtag haben sich ein paar Eltern beschwert, und dass ihre Kinder gar keine Motivation mehr hätten, irgendwas zu machen. Aber weil du da bist und ich. Ja, genau. Okay. Und da habe ich auch schon Klavier gespielt. Und ich durfte nicht an der Talentshow mitmachen. Als ich dann mitmachen durfte, haben alle anderen nicht mitgemacht. Niemand in der Schule. Und dann wurde diese Talentshow abgesagt. Das ist ja eine Situation, die dann für alle irgendwie schwierig ist. Ne? Für dich. Dass du ja, ich glaube, die waren auch vielleicht ein bisschen überfordert mit mir. Vielleicht erwartet man von dir andere Sachen oder so, weil man schon vorher weiß, dass du... Das so stimmt. Also manchmal sagen mir auch Leute, also wenn jemand anders das geschrieben hätte, dann wäre ich damit zufrieden. Aber ich weiß, dass du mehr kannst und deswegen erwarte ich auch mehr. Nur weil ich hochbegabt bin, es geht halt einfach schneller. Also ich habe genauso viel Arbeit sozusagen. Mhm. Also... Ich lese auch zum Beispiel nicht ein Buch in einer halben Stunde oder so. Ich bin jemand, der sehr, sehr schnell unterfordert ist. Aber suchst du dir dann neue Dinge? Also sagst du zum Beispiel, wenn du jetzt unterfordert bist, kannst du jetzt zum Beispiel dann anfangen, keine Ahnung, Englisch zu lernen oder so? Ja, deswegen habe ich ja angefangen, Klavier zu spielen eigentlich, weil ich war in der Schule und da war ich in der zweiten oder dritten Klasse und ich war total unterfordert. Ich hätte eigentlich in der zweiten Klasse springen müssen, aber weil ich mit 4 eingeschult wurde, hat die Schule das nicht erlaubt. Weil die Schule hat gesagt, ja, dann soll sie doch ein Hobby sozusagen sich nehmen. Ja. Dann habe ich auch, ich habe Französisch gemacht, Englisch, Latein, Altchinesisch. Und ich habe auch Geige gespielt und ich habe auch Klavier gespielt, ich habe auch Taekwondo gemacht, ich habe alles Mögliche gemacht. Und hast du dir da manchmal gewünscht, dass du vielleicht nicht so hochbegabt wärst? Ja, in den ersten paar Klassen, als alle mich so als so ein hochbegabten Alien oder so bewundert hatten. Also nicht bewundert. Ich kann manche Sachen einfach nur ein bisschen schneller, sonst bin ich auch nur ein ganz normaler Mensch. Und du guckst auch so Serien und so? Mm-mm. Eigentlich gucke ich nicht viel Fernsehen, weil ich sehe den Sinn darin nicht. Aber warum siehst du den Sinn nicht am Fernsehen? Doch, ich sehe nicht den Sinn, den ganzen Tag vorm Fernsehen zu hängen, weil das stimmt. Man lernt nicht so viel. Du willst lernen, das ist auch... Ich muss lernen, das ist einfach... In mir drin, ich kann nicht anders. Ich übe lieber. Und dir wird es auch nicht langweilig beim Üben zum Beispiel? Nein, überhaupt nicht, weil man spielt ja immer andere Stücke und man findet auch immer neue Sachen im Stück. Ich hatte jetzt Ferien in der Uni und ich habe gemerkt, ich konnte einfach den ganzen Tag üben und ich habe einfach gemerkt, das ist das, was ich für immer machen möchte. Es war einfach so, so eine Erleichterung. Hallo. Hallo. Ich bin Aminata. Ich bin Philipp. Hi Philipp. Wie alt bist du nochmal? 11. Du bist auch hochbegabt, ne?
Ja. Es gibt ja so viele Beiträge über euch, ne? Also da müssen wir auch später noch drüber sprechen, was du alles schon gemacht hast im Fernsehen und so. Sie gehören zu den talentiertesten Jungpianisten in Deutschland. Letizia 11 und Philipp 6, schon jetzt zwei Koryphäen am Klavier. Vor allem Letizia ist auf dem besten Wege, als Ausnahmepianistin Karriere zu machen. Hey. Nimm dir einen Löffel. Reis, danke. Kann ich schon mal ein paar Sachen hier mitnehmen? Ja. Um den Tisch zu decken. Gerne, ich hoffe, es schmeckt. Willkommen. Prost. Ja, ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein. Voll schön, euch kennenzulernen. Wann habt ihr zuerst gemerkt, mit unserem Kind ist es vielleicht anders als bei anderen Kindern? Das glaubst du gar nicht. Hm. 8 Wochen. Nein, das war eher. Ich war ja noch im Krankenhaus, weil ich einen Kaiserschnitt hatte. Und dann ist sie mir morgens gebracht worden und sie sitzt da und tanzt. Und ich denk so, macht dein Baby sowas? Und dann, als sie so gerade 8 Wochen alt war, hatte ich sie auf dem Arm. Und dann sagt die so ganz cool, Haare. Und ich denk so, was ist das? Und wie ging es dann weiter? Sie ist mit 3 ganz normal in den Kindergarten gekommen. Dann war sie aber erst in einem städtischen Kindergarten. Und wenn ich sie dann nachmittags um 4 abgeholt habe, dann war sie erstens natürlich groggy, weil sie körperlich ausgepowert war. Und dann war sie hellwach, total aggressiv. Dann haben wir einen bilingualen Kindergarten gefunden. Und da war sie innerhalb von, weiß ich nicht, ganz kurzer Zeit, war sie vollkommen ausgeglichen, alles war gut. Und innerhalb von 4 Monaten hat sie Englisch auf einem Native-Speaker-Niveau gelernt. I'm a big, big girl in a big, big world, it's not a big, big, take if you leave, hey. Und dann kam dann irgendwann von Letizia so ganz selbstverständlich, ja, und im Sommer gehe ich ja zur Schule. Denkt man da weiter und denkt sich, wo soll das hinführen oder werden wir dem überhaupt gerecht? Wir hatten natürlich Angst, dass sie untergebuttert wird, weil rein körperlich war sie natürlich ein Knirps. Und, deswegen habe ich ja auch Karate gemacht. Ich kann mich an einen Jungen erinnern, der war 7 und der war ein Riese im Prinzip. Ne? Und dann hat sie sich mit dem aber auch mal gekebbelt, aber dann hinterher auch sehr gut verstanden. Habt ihr sie dann zu Hause extra gefördert? Extra gefördert nicht, wir haben einfach nur das... Also wie extra gefördert nicht? Nein, also wir haben sie einfach... Als Mögliche gemacht. Wir haben nur das gemacht, was sie wollte. Aber dann bist du wahrscheinlich noch glücklicher darüber, dass deine Eltern dir so viele Möglichkeiten geben, deinen Traum so auf jeden leben, Fall. Sag ich mal. Also ihr seid ja total viel umgezogen. Warum zieht ihr die ganze Zeit um? Es hat eigentlich mehr oder weniger immer denselben Grund, wegen Schule. Es stellte sich ja schon in Klasse 3 heraus, dass sie eigentlich hätte springen müssen. Aber sie wollten sie nicht springen lassen, weil... Die Eltern sich beschwert haben. Und dann haben wir nach einer Schule gesucht, wo sie einen Jahrgang überspringen konnte. Und dann haben wir eine Schule gefunden, aber die war eben gerade nicht in unserem direkten Umfeld. Also hätte man nicht täglich hinfahren können, weswegen wir dann umgezogen sind. Also wie war das für dich, dass deine ganze Familie für dich quasi umgezogen ist? Weil es hätte ja, also andere Eltern hätten ja auch sagen können, wir wohnen jetzt hier in diesem Ort und du musst zu dieser Schule gehen. Und wenn dich das unterfordert, dann hast du leider Pech gehabt. Oh, ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht. War normal. Achso, eine Frage habe ich noch. Warum habt ihr so viele Fernsehsachen gemacht? Die ganze Familie ist hochbegabt. Alle haben einen IQ von über 130. Die eigene Hochbegabung spielt für Christian Hahn und seine Frau keine Rolle. Die Eltern haben sich voll und ganz in den Dienst ihrer Kinder gestellt, um das Leben zwischen Schule, Konzerten und Freizeit so zu organisieren, dass sich die Kinder wohlfühlen. Der Punkt ist eigentlich, dass wir einfach gerne zeigen möchten, wie normal das eben ist, wenn man hochbegabt ist. In Kommentaren oder so bei Videos sieht man ja auch zum Beispiel, ja, euch wird dann die Kindheit genommen oder so. Mhm. Ne? Also es gibt den einzigen messbaren Beweis dafür, dass man die Hochbegabtenförderung richtig gemacht hat, ist der, dass die Kinder glücklich sind. Also man sieht es ja, ihr wollt ja die ganze Zeit üben und Klavier spielen. Also das ist doch dann toll, wenn ihr das machen könnt. Das wollen wir jetzt sehen. Was würdest du jetzt spielen? Vom 5. Klavierkonzert, den 1. Satz von Beethoven. Thank you.
Oh, ich freue mich. Erstmal vielen Dank, dass du für mich oder für uns gespielt hast. Gerne. Wie bist du eigentlich zum Klavier oder zur Klassik gekommen? Als ich 2 Jahre alt war, habe ich angefangen, Klavier zu spielen. Dann habe ich mich einfach dran gesetzt und habe angefangen zu komponieren. Und dann habe ich einfach immer weiter gespielt. Und wieso liebst du das Klavier so sehr? Ich finde das Besondere am Klavier und auch allgemein an Musik ist ja auch das Komponieren und das Dirigieren, dass man einfach in so andere Welten eintauchen kann. Ja, toll, was du damit schon alles erreicht hast und mit wem du schon gespielt hast. Also zum Beispiel ja mit Lang Lang hast du auch schon auf einer Bühne gestanden. Ja, irgendwie unvorstellbar, aber bist ja da. Wir wollen vielleicht ein bisschen spazieren gehen. Ja, gerne. Hast du dadurch, dass ihr viel umgezogen seid, Schwierigkeiten gehabt, Freunde zu finden oder Freundschaften aufrechtzuerhalten? Sag ich mal, wie war das? Ich habe eigentlich immer sofort Anschluss gefunden. Nach 1-2 Tagen hatte ich schon Freunde. Ja, so eine Sandkastenfreundschaft habe ich jetzt nicht so. Ja. Denkst du manchmal, dass du vielleicht auch etwas verpassen könntest? Du meinst dieses typische Party machen und so. Nach einem Konzert geht man ja schon eigentlich feiern. Okay. Man geht dann essen oder man geht irgendwas trinken oder so. Wahrscheinlich kommt dir die Frage gar nicht, ob du was verpasst, weil du machst ja genau das, was du willst, ne? Ja, also natürlich treffe ich mich mit Freunden und man macht dann auch was. Also eigentlich verpasse ich ja nichts. Ich mache es vielleicht nicht jeden Tag, sondern vielleicht einmal als 1-2 Wochen. Ich denke im Moment halt ans Klavier und ans Studium. Das ist im Moment wichtig für mich. Wie ist es denn, wenn du neue Leute kennenlernst? Macht es für dich einen Unterschied, wenn die Person hochbegabt ist oder nicht? Also ich glaube, man umgibt sich immer mit Gleichgesinnten. Ob das jetzt Hochbegabte sind oder ob das Musiker sind oder was weiß ich, oder einfach Menschen, die nur denselben Charakter haben. Ich glaube schon, dass ich mich nur mit Menschen, die vielleicht nicht so, was heißt hier normal, aber mit Menschen, die vielleicht ein bisschen anders sind, umgeben. Was hältst du von dem Begriff Wunderkind? Also früher fand ich den Begriff Wunderkind total schlimm, weil ich dachte, damit wird meine Arbeit sozusagen am Klavier so nichtig dargestellt. Aber das finde ich jetzt nicht mehr so. Ich sehe es eigentlich als ein Riesenkompliment. Einfach, ja. Also auch so im Sinne von, du fandest es blöd, dass Leute irgendwie denken, du bist geboren und konntest schon direkt die, weiß ich, ja genau, ich wurde geboren und konnte die Hammerklaviersonate spielen mit 3 Wochen. Nein, so ist das nicht. So ist es nicht. So ist es nicht. Du konntest einfach nur sprechen, als du geboren bist. Ja, genau. Ich kann mir vorstellen, dass man dann denkt, so ja, Leute, nee, ich muss auch üben. Genau. Ich fände es ja interessant, mit dir was als erstes zu machen und zu gucken, wie du das dann machst. Weshalb wir ja jetzt Autofahren. Ja. Du bist noch nie Auto gefahren? Nein, ich bin noch nie Auto gefahren. Okay. Ich bin voll gespannt. Fahren wir jetzt zum Verkehrsübungsplatz. Ja. Natürlich fahren wir nicht auf der Straße. Ganz links ist die Kupplung. Okay. Da bleibt dein linker Fuß auch immer so ein bisschen locker dran. Okay. Und rechts ist ganz rechts das lange da. Ja. Das ist das Gas, meine ich. Muss ich das immer drücken? Nur, wenn du fahren willst. Wie beim Klavier eigentlich. Die 2 rechten Pedale sind für Noten halten und das linke ist für leiser werden. Ist eigentlich das Vielleicht. Ding. Dann machen wir drin weiter. Okay. Okay. Alles klar. Fuß auf dem Gas, noch nicht drücken, jetzt langsam die Kupplung kommen lassen, langsam den Fuß hoch, jetzt Gas geben. Ja. Okay, so jetzt haben wir das Auto abgewürgt, jetzt müssen wir noch von vorne anfangen. Noch nicht starten, erstmal ausmachen. Ist aus. Also Fuß auf die Kupplung, Auto anmachen, jetzt läuft. Jetzt langsam die Kupplung kommen lassen, aber ganz, du musst das spüren. Es muss so ein bisschen knattern. Du musst so ein Vibrieren spüren. Anmachen. Das Auto kaputt gemacht. Jetzt. Und jetzt gib mal ein bisschen Gas. Ja, aber gib mehr Gas, mehr Gas. Ich geb nichts, ich kann nicht drauf. Das war besser, aber es war schon besser. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Lösen, ganz weg mit der Bremse. Und jetzt ganz Gas. Weg. Ist ganz weg. Gas. Gas, Gas. Stopp. Bremse. Wir müssen schwer lernen. Ich lerne jetzt Rückwärtsgang. Also, wie geht das? Wenn du mal rückwärts fahren willst, guckst du aber da hinten raus, gell? Nee, hier, guck mal. Da hinten ist so eine wunderschöne Scheibe. Runter mit der Kupplung, runterdrücken. Drück die Kupplung. Gut. Rückwärts geht's. So, und jetzt die Kupplung mal wieder ein bisschen runter. Gut. Drück mal die Kupplung runter und dann auf die Bremse. So. Das hast du sehr gut gemacht, Letizia. Danke. Ich fand ja, wir haben das gut gemacht. Was sagen Sie? Ja. Aber es war auch nicht ganz so leicht für dich, oder? Als wir den Rückwärtsgang gemacht haben, dann ging es. Also ich kann nicht von vorne anfangen. Man hat auch gemerkt, dass du auf jeden Fall ehrgeizig warst. Und du hast dich auch manchmal geärgert, ne, wenn es noch nicht geklappt hat. Und dann hat sich konzentriert
Und dann ging es auch wieder. Ich fahre uns jetzt erstmal verkehrssicher nach Hause. Und nächstes Mal, wenn wir uns sehen, fährst du uns dann. Jetzt ist natürlich pressure high, dass ich überhaupt losfahren kann. Doch. Tschüss. Tschüss. Ich habe total gemerkt, welche Hingabe Letizia für all das hat, was sie tut. Und irgendwie finde ich es total schön, dass sie das einfach so leben kann und dass die Eltern ihr auch diesen Raum geben. Und abgesehen davon hat das Hochbegabtsein nichts damit zu tun, irgendwie so anders zu sein. Es ist auch einfach nur ein Mensch und ein Mädchen und witzig und lustig. Also, ich fand's toll. So, jetzt könnt ihr uns mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euren IQ auch schon mal getestet habt und wie es ausgefallen ist und dann direkt unseren Kanal abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Hier gibt es übrigens ein weiteres Video von Follow Me, da gibt es weiter talentierte Jugendliche. Robin hat Lasse getroffen und der ist auf einem Elite-Sportinternat, sehr interessant. Und hier gibt es ein Video von unseren KollegInnen von So Many Tabs. Das wiederum ist sehr interessant für Leute, die noch schlauer werden wollen, denn da gibt es Lernhacks.